Moin, moin und willkommen zurück bei Hardcore Kerbal. So, jetzt haben wir ja letzte Folge, ne? Genau. Das ist ein bisschen verkackt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und jetzt gilt es, das Ganze wieder ordentlich zu machen. Dafür gehen wir mal Time Warp technisch noch ein bisschen näher an die ganze Situation ran. So, wir haben jetzt noch 2,5 Minuten. Und wir haben derzeit noch einen Abstand zu unserem Ziel von, keine Ahnung, wenig, 2,5 Kilometer. Das ist okay. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal langsam an, unsere Geschwindigkeit anzugleichen. Denn viel besser als das wird es halt nicht mehr. Wir haben hier hinten 2,9 prognostiziert, also müssen wir jetzt langsam mal was tun. Und dafür machen wir natürlich nicht Prograde, sondern Target Retrograde, denn wir wollen jetzt die gleiche Geschwindigkeit haben. Denn jetzt greift wieder das, was ich in der letzten Folge auch erklärt hatte. Wenn wir jetzt die Geschwindigkeit angleichen auf einer fast gleichen Bahnposition, dann fliegen wir logischerweise auch in der gleichen Bahn und bleiben dann relativ zueinander im Prinzip stehen. Und von da aus kann man sich dann annähern. Da wir jetzt wirklich nur noch 2 Kilometer auseinander sind, sind die Unterschiede halt minimalst an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich jetzt einmal die Geschwindigkeit angeglichen habe, ist es wirklich so, dass es nicht mehr passiert, dass wir sehr schnell beginnen, auseinander zu driften. Das heißt, ich bin jetzt nah genug dran, um auch mit diesen kleinen RCS-Thrustern, und das war ja beim letzten Anlauf mein großes Problem, dass eben die kleinen RCS-Thruster krafttechnisch dafür gar nicht ausgereicht haben. Ich kann jetzt mit den kleinen RCS-Thrustern tatsächlich beginnen, eine echte Annäherung zu fliegen. Und beginnen, diesen kleinen gelben Bubble, den ihr da seht, auch wirklich zu kontrollieren. Und diese Kontrolle besteht halt darin, dass ich im Idealfall versuchen will, den gelben kleinen Kreis mittig über den pinken zu bringen. Und dadurch schaffe ich halt eine stärkere Annäherung. Das ist jetzt hier noch nicht ganz so klar zu erkennen. Aber man sieht es im Idealfall schon, ne, hier auch noch nicht so, aber na, kommt schon hier in den Detailzahlen. Ist gerade ein bisschen alles ein bisschen squishy hier. So. Hier könnt ihr das sehen. Also wir sind jetzt auf einer Annäherung. Was jetzt passiert ist, aber trotzdem, das Gelbe weicht jetzt immer wieder mal auch ab und driftet ein bisschen raus und verändert sich eben, weil wir nicht absolut exakt die gleiche Umlaufbahn haben. Das muss ich jetzt halt über die Annäherung nach und nach ein bisschen korrigieren, dass sich das nicht zu sehr verschiebt und einfach auch erstmal eine gewisse Geschwindigkeit aufbauen, denn wir wollen ja nicht ewig und 300 Jahre warten. So. Wie gesagt, der Anflugvektor ist eigentlich dann ideal, wenn das Gelbe direkt über dem Pinken liegt. Dann müsstet ihr irgendwo hier sowas wie zum Beispiel diesen 1-Kilometer-Treffer bekommen. Das heißt, wir driften jetzt eigentlich relativ schön drauf zu. Ich mache jetzt mal ein bisschen Zeitraffer rein, dass das ein bisschen schneller passiert und wir da langsam rangedriftet kommen. Bom, 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 bom. So. Und jetzt seht ihr, wir haben jetzt mittlerweile eine Annäherung von knapp 1 Kilometer. Und jetzt beginne ich erstmal wieder meine Geschwindigkeit anzugleichen. Eben um in der Annäherung jetzt nicht zu viel Kraft darauf zu verschwenden, den richtigen Winkel hinzubekommen, sondern lieber einmal mich grob ein bisschen anzugleichen und dann zu gucken, wie ich das hinbekomme. Hätte ich mehr Vortrieb, also hätte ich ein stärkeres Triebwerk, könnte ich auch definitiv einfach meine Richtung erzwingen. Hier möchte ich einfach vermeiden, dass ich mit zu viel Geschwindigkeit dran vorbeischieße und meine gute Annäherung aufgebe, weil ich lebe quasi im Moment von der Steuerung her von der Nähe, die ich zu dem Objekt habe, weil unsere Umlaufbahnen so unglaublich ähnlich sind und ich deshalb mit kleinen Korrekturen halt relativ viel erreichen kann. Das ist halt das, was mir die RCS-Triebwerke erlauben und was ich nicht machen kann mit denen, ist halt sehr, sehr große Korrekturen. So große Korrekturen, wie man die normalerweise halt in der Annäherung anfangs noch mit großen Triebwerken macht. Und jetzt seht ihr, wie stark das Ding zur Seite geht, eben weil ich mich nur sehr langsam annähere. Und jetzt zwinge ich es quasi wieder in den Kurs, den ich eigentlich haben will. Wenn ich eh schon weiß, in welche Richtung es rausdriftet, nehme ich meistens noch ein bisschen mehr und lasse wieder ein bisschen den Zeitraffer laufen. Und jetzt seht ihr schon, dass wir jetzt langsam aber sicher zu einer relativ guten Annäherung kommen. Und das mit immer noch knappen 200, also nicht mehr ganz, RCS-Einheiten im Tank. Was man jetzt ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, wenn man nur mit RCS-Düsen fliegt. Wir haben natürlich auch nur begrenzte Kapazität, was Bremsen angeht. Ne. Also jetzt nicht
übermütig und zu schnell werden. Also so 1 bis 2 Meter pro Sekunde sind eine tolle Sache. 1 bis 2 Meter pro Sekunde, genau. Gerade kurz mal verbal überprüfen, ob ich das richtig gesagt habe. Nicht irgendwie Geschwindigkeiten von 10 Metern pro Sekunde jetzt mehr aufbauen, weil ihr müsst das auch irgendwie noch bremsen können. Und das könnte sonst ein bisschen hässlich werden, wenn man zu schnell zu nah kommt. So, was wir jetzt machen, ist jetzt einmal, sobald wir wirklich richtig nah dran sind, nochmal die Geschwindigkeit angleichen, dass wir dann halt beginnen, wirklich im Fein-Fein zu manövrieren. Also ich gehe jetzt mal auf 1 Meter pro Sekunde runter. Das heißt, ich habe jetzt relativ entspannt, wenn ihr mal guckt, 400 Meter Entfernung, 1 Meter pro Sekunde. Wir driften eh dran vorbei, das heißt, ich muss auch überhaupt nicht panisch werden. Ich habe jetzt quasi 40 Sekunden Echtzeit, in denen wir an dem Ding vorbeidriften. Und da ihr jetzt schon seht, wir fallen jetzt quasi an dem Teil vorbei, können wir uns jetzt einfach nochmal kurz den Retrograde suchen. Ihr könnt natürlich auch auf dem Progate bleiben und einfach die ACS-Düsen rückwärts abfeuern. Aber der Form halber, man macht es ja sonst mit Triebwerken. Ich mache es oft noch mit Triebwerken auf die Entfernung und fange erst sehr spät an, mit ACS-Düsen zu arbeiten. So. Jetzt sind wir relativ gleiche Geschwindigkeit wieder. Und jetzt beginnen wir quasi so auf den letzten paar hundert Metern mit der, ich nenne es mal, endgültigen Annäherung. So. Hier sieht man auch hier entwickelt sich wieder ein gewisser Seitendrift, weil wir sind halt nicht perfekt auf der gleichen Umlaufbahn und wir haben nicht perfekt die gleiche Geschwindigkeit. Das ist alles ein bisschen hakelig, bis man relativ nah dran ist. Ja, und jetzt müssen wir auch mal gucken, wo eigentlich vorne ist bei dem Hobel. Der vorne scheint da zu sein, okay. So, die schöne Sache ist jetzt, wir können jetzt auch wirklich gucken, schauen wir mal, mit ein bisschen rauszoomen, müssen wir das hinkriegen. Genau. Wir können jetzt gucken, dass wir wirklich auch uns eine Dockingstelle auswählen und auch nochmal sicherstellen, dass das hier wirklich das Ende ist, an das wir eigentlich ran wollen. So, hier vorne ist jetzt der Dockingport, an dem wir eigentlich wollen. Und jetzt kommt halt der spannende Part, nämlich dafür zu sorgen, dass wir an die Stelle auch wirklich rankommen mit unserem Gerät. Und das ist ja unsere Brücke nachher, das heißt, wir wollen jetzt auf jeden Fall Control from here und als erstes mal wieder unsere Geschwindigkeit angleichen, damit wir nicht irgendwo hinfliegen. So. Wichtig ist bei den Drehungen, die ihr macht, immer das ACS wieder auszuschalten, weil ihr sonst halt in Teufelsküche kommen. Was ich jetzt mache, ist mit voller Absicht an dem Ding vorbeigehen, weil ich möchte jetzt erstmal mich dorthin manövrieren, dass ich quasi von vorne einen sauberen Anflugwinkel auf die Station bekomme. Und was ich jetzt der Form halber mal mache, weil ich gleich ein Docking mache, ist hier die Solarpanels einfahren, damit keine schlimmen Sachen passieren. Damit das Ding jetzt trotzdem nicht irgendwie, während ich rumdocke, komplett out of Strom geht, fahre ich ein Panel hier hinten aus, aber das müsste dann eigentlich reichen. So, wir haben jetzt noch 100 Meter, das ist okay, die lassen wir auch mal driften. Das Schöne ist, jetzt fängt auch an, unser Licht ein bisschen zu wirken. Was ihr jetzt machen könnt zum Bremsen, das ist das Schöne mit ACS. Ich erkläre es, ich habe es lange nicht mehr detailliert erklärt, deshalb mache ich es mal wieder ein bisschen detaillierter. SRS aus, ACS an. Jetzt mit der N-Taste, das ist die Standardbelegung, könnt ihr Gegenschub geben. Das heißt, ich bremse jetzt einfach komplett. Ich feuer Retrograde quasi, weil so ein ACS-Thruster geht in alle Richtungen. Und nehme, bevor ich dann... Ups, jetzt habe ich natürlich E gedrückt, das war nicht so schlau. So, bevor ich dann irgendwie steuere, nehme ich die R-Taste wieder raus. Also mache quasi das ACS-System aus. Und jetzt können wir erstmal warten, dass wir hier ein bisschen langsam randriften und auf einen Winkel kommen, wo das Docking einfach angenehmer wird. Weil in so einem flachen Winkel fetzt Docken nicht. Das macht einfach keinen Spaß. Und jetzt lohnen sich natürlich auch gleich die Lampen, weil wir das natürlich mal wieder im Dunkeln machen müssen. So, als erstes, bevor es dann irgendwie weitergeht, gucken, dass man sauber ausgerichtet ist und erstmal wieder die Geschwindigkeit im Idealfall auf quasi Null bringen. Und dann drehen wir uns auf die Stelle, wo wir eigentlich hinwollen. Total witzig, dass wir gleichzeitig Sonne und Scheinwerfer haben, aber ja. So, so sind wir jetzt quasi perfekt auf den Dockingport ausgerichtet, aber da wollen wir noch gar nicht hin, wir wollen ein bisschen oben drüber. Das heißt, ich gucke jetzt, welche Richtung das ist, gehe ein bisschen oben drüber und
Wir geben wieder Gas. Nicht zu viel jetzt mehr, weil alles, was wir jetzt tun, ist halt sehr, sehr, sehr nah dran. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns die Kisten hier nicht kaputt machen gegenseitig. Das heißt, versucht irgendwie ab jetzt so Geschwindigkeiten von über einem halben Meter pro Sekunde im Idealfall zu vermeiden. Das ist halt immer ein bisschen gefährlich. So, und jetzt kommen wir langsam der ganzen Sache ja schon näher. Und jetzt kann man halt gucken, ob man einen guten Winkel findet, wo man das erkennen kann. Also im Normalfall will man halt jetzt irgendwie in so einen halbwegs rechten Winkel kommen zu der Station. Das wird nicht immer ganz möglich sein. Also ich dock auch sehr selten im rechten Winkel an. Wenn ihr irgendwelche Docking-Cams habt oder sowas, das erinnert mich daran, dass ich mir dafür mal ein neues Mod installieren müsste, könnt ihr das natürlich tun. Und ihr lasst das jetzt einfach rüberdriften. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, hier mit dem Docking-Mode das zu steuern. Habe ich mich persönlich nie so richtig dran gewöhnen können. Und macht das deshalb über den normalen Modus meistens. So, wenn ich jetzt mal gucke hier, da ist so ungefähr unser Schiff. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen Eyeballing. Also hier ist das Schiff, wo wir hinwollen. Da ist, wo wir sind. Das müsste ungefähr jetzt gerade sein. Also ich fange jetzt mal an, das ein bisschen abzubremsen. Also mir persönlich reicht der Winkel jetzt eigentlich. Zack. Und ihr könnt das hier unten auch sehen. Also wir haben jetzt noch nicht 90 Grad, weil da ist ja unser Ziel. Also wenn ich das jetzt mal so antüdel und gucke, jetzt sind wir aufs Ziel ausgerichtet. Also das ist noch nicht 90 Grad. Wir kommen immer noch ein bisschen schräg rein. Es sollte aber für unsere Bedürfnisse wahrscheinlich sogar ausreichen. So, wenn wir jetzt hier so ein bisschen daneben liegen, kann man einfach auch hier wieder so ein bisschen auf die Seite gehen. Kurz warten, bis sich das stabilisiert hat. Da wirklich jetzt in dieser Feinannäherung RCS, also SRS raus, RCS an, kurz korrigieren, RCS aus, SRS wieder an zum Stabilisieren, weil sonst das SRS immer so feinste Korrekturbewegungen macht und diese feinsten Korrekturbewegungen versauen euch ganz oft schon wirklich, wirklich, wirklich alles. Also das kann schon sehr schnell sehr, sehr unschön werden. So, jetzt hilft halt so eine Docking-Port-Cam enorm. Wenn man die nicht hat, hat man halt Pech, dann muss man halt ohne. In unserem Fall ist das jetzt so, wir haben keine. So. Und was ich halt mache, ich versuche jetzt vor allen Dingen den gelben Nupsi auf den pinken Nupsi zu halten. Und wenn ich merke, dass ich zu schnell werde, das ein bisschen zu korrigieren. Also quasi jetzt einfach ein bisschen auf Retrograde zu feuern. Und dann wieder auf die andere Seite zu gehen, den ein bisschen rüber zu holen mit einer kleinen Steuerbewegung und dann wieder auszurichten. So, wie gesagt, im Normalfall reicht das eigentlich, wenn ihr in so einem relativ okayischen Winkel, das wird jetzt fast ein bisschen knapp, befürchte ich. Ich glaube, wir driften da ein bisschen dran vorbei. Na komm. Wenn die in eine gewisse Nähe kommen, reicht das normalerweise, dass die sich gegenseitig anziehen. Das müsste jetzt reichen. Ja, tut es auch. So, dann, wenn das passiert, nehmt im Idealfall einfach SRS raus und lasst das Teil sein Ding machen. Und wir sind angedockt. Das heißt, wir haben das, was wir eigentlich haben wollten. Nämlich ein Raumschiff, was aus einem Cockpit und einem Dingsbums besteht. Einem Dingsbums, na, sag schon. Einem Hauptteil. So, und jetzt gucken wir mal, ob die Action Group gleich funktioniert. Theoretisch sollten jetzt nämlich alle gemeinsam ihre Panels ausfahren. Das sieht gut aus. So, das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen hier nämlich noch den ganzen Kram verstreben später. Aber im Großen und Ganzen sieht das schon mal gar nicht schlecht aus, dass wir hier hinten den noch dran lassen können. Ich hatte eigentlich überlegt, den hier vorne zwischenzubauen. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken, ob das noch Sinn macht. Wir haben vorne unser Cockpit dran. Das möchte ich hiermit ein bisschen verstreben noch. Und dann haben wir erstmal hier noch Platz für eine Landeeinheit und hier Platz für zwei Ersatztanks. Ja, ich glaube, viel besser wird das nicht mehr, ne? So. Und wir haben jetzt erstmal Essen für Warum haben wir so wenig Essen? Hatten wir kein Essen in der Hauptdings mit dabei? Ach nee, wir haben den anderen Dings gesperrt, ne? Genau, wir haben das hier gesperrt. Ja, ja, ja. Ah, das ist aber ganz cool, weil dann können wir jetzt erstmal das Waste-Zeugs reintüdeln.
und den Kram hier schon mal anschmeißen. Dann macht er nämlich schon mal Live-Support. So, und jetzt kommt die große Frage. Ich glaube, ich würde mal weitermachen mit dem... mit dem Part, wo wir das alles zusammenschrauben müssen, ne? Ich habe es nämlich noch nie gemacht. Das wird jetzt natürlich spannend. Das auch tatsächlich mal zu tun. Und ich würde tendenziell sagen, das machen wir aber im Tageslicht. Und da warp ich jetzt mal hin. So. Und dann kann nämlich der Schnorpel als unser Ingenieur sich mal verdingen. So, und wir drehen die Karre dafür aber mal wirklich ins Tageslicht komplett hoch. Und dann probieren wir mal, hier Struts anzubringen im Nachhinein. Denn das ist ja eigentlich der ganz spannende Part. So, das ist ein Radial Out, richtig? Ist das Radial Out? Das ist Radial Out. Sehr schön. So, dann hält der die Kiste da hoffentlich mal ein bisschen ruhig. Vielleicht machen wir auch einen Stability Assist und fertig ist. So, und dann kann Schnorpel sich eigentlich mal in seinen Eva-Anzug schmeißen. So. Ich vielleicht auch die Dinger mal retracten, damit wir hier nichts kaputt machen, bevor wir loslegen. So. Ja, wenn nicht, Disassembled Part. Okay, einmal kurz darüber. Und dann machen wir das Ding da rein, ne? So. Wir öffnen das Inventory des Mannes und wir öffnen dieses Inventory. Was haben wir hier? Wir haben einen erweiterten Eva-Rucksack. Den können wir mal anlegen. Das gibt uns schon mal deutlich mehr Zeit. Und wir brauchen ein Werkzeug. Und wir brauchen zumindest mal... Naja, ob wir jetzt so viele davon brauchen, sei mal dahingestellt. Split. Wir nehmen mal 4 Stück mit. Und probieren uns mal mit denen. Close. So. Cool. Also hier unser neuer erweiterter Survival-Rucksack. Damit haben wir ein bisschen Zeit. Ach, 3 Tage, 5 Tage, 4 Tage. Also damit können wir verdammt lange Eva spielen. Und wir haben auch ein bisschen mehr Eva-Propellant. Sehr, sehr cooler Rucksack. So, und jetzt kommt's drauf an. Jetzt müssen wir mal anfangen zu basteln. Und zwar müsste das theoretisch ja so sein, dass wir, ja, splitte mal einen ab, bitte. So. Dass wir hier einen attachen, richtig? Okay. Ein bisschen hoch. Oh! So. Einen hier attachen. Ich werde doch kurz noch die anderen Sachen. Wir klappen jetzt mal alle Solarpaneele ein. Das ist mir ein bisschen zu kritisch sonst. Retract all the things. So. Und dann kommt hier drüben noch so ein Teil hin. Inventory. Splitten. Nehmen. Und attach. Okay. Link. Wow, wir haben eine Strut gebaut. Sehr schön. Das hält erstmal. 1A Eisenstange. So, und dann machen wir natürlich mindestens mal noch eine Strut auf die andere Seite. Damit hier keine komischen Sachen passieren. Machen wir den hier am besten hin. Wahrscheinlich am besten irgendwie unter der Antenne lang. Da fühle ich mich wahrscheinlich am wohlsten mit. So. Dann haben wir nämlich schon mal unsere erste Verstrebung mit dem Cockpit. Dann sollte hier nicht mehr so viel passieren.
splitten und ich würde sagen, hier so sieht gut aus. Ja, jetzt. So. Sehr schön. Wo ist die Antenne? Da ist die Antenne. Und da durch. Hopp. Und wieder hoch. So, dann kommt unser anderes Teil. Da so hin. So. Zack. Ah, nee. Okay. Und wir linken es. Ah, schade, das war nichts. Jetzt geht's los. Link all the things. All the things get linked. So. Ja, die schöne Sache mit KISS, muss ich ganz ehrlich sagen. So dieses. Come on. Und linken. Yay! Dieses Bauen von Dingen. Das gefällt mir sehr, muss ich sagen. So, wir haben eine Versteifung gebaut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also sieht tatsächlich relativ gut aus. Und ich hoffe mal, dass das die ganze Kiste ein bisschen stabiler macht insgesamt. So. Aber warum habe ich eigentlich, frage ich mich gerade, so, naja, so wenig Essen an Bord stimmt auch wieder nicht, ne? 2 Jahre irgendwas. 3 Jahre und ein bisschen. Plus den Zusatzteil. Ja, und wir können ja einiges herstellen aus dem Waste. Ist schon okay. Ist schon okay, glaube ich. Und wir können das ja strecken. Also durch die Module. Das müsste eigentlich echt nicht hauen. Jetzt lass mich aber nochmal gucken, was haben wir denn hier noch an Spielzeug da? Mach's Inventory auf. Ein paar Lichter haben wir noch, eine Fuel Cell. Wir haben ein paar Ersatz Solarzellen. Ja, okay. Und noch ein paar Streben. Okay. Ich überlege halt gerade, ob man jetzt nicht hier vorne die Dings draufsetzt, um hinten was frei zu machen. Aber das überlege ich mir nochmal in Ruhe. So, also, wir haben unser Spaceship, glaube ich, erstmal im Großen und Ganzen fertig. Also soweit zumindest, wie die Grundannahme des Space Trucks aussehen soll. Extenden hier mal wieder unsere Panels. So, und dann gucken wir gleich mal, wie stabil das ist, wenn wir die Karre drehen. Ob das irgendwie doll rumschlackert. Oder ein Riesenproblem ist. Ja, ist okay. Auf jeden Fall deutlich fester als mit einem Dockingport. Also es biegt sich eher hier so ein bisschen. Da können wir jetzt natürlich nicht viel tun. Also ich kann ja schlecht hier eine Strebe durchhauen, wenn sich die Dinger drehen. Also von daher, da müssen wir einfach mit leben. Was fliegt da rum? Will ich es wissen? Nein, mein Eva-Pack. Okay. Also ich habe ja zum Glück ein paar mehr damit genommen. Also Lektion gelernt. Die Dinger sollte man wieder ins Inventory zurückpacken, statt sie da verschwinden zu lassen. Das ist nämlich eine fürchterliche Verschwendung von Ressourcen und nicht so gut. So, jetzt aber mal Tacheles. Wir haben noch, sagten die Köbel-Alarmglock, 157 Tage bis, was willst du denn jetzt? Updated Version Available. Ja, jetzt aber gerade nicht. So, wir haben noch 157 Tage Zeit, bis das Ding bei Duna ankommt. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage Zeit, Dinge auszuprobieren. Und wir müssen noch nach Minmus. Und wir müssen noch dieses blöde Netz fertig machen. Wir haben noch 314.000 Okolyten auf dem Konto. Jetzt muss ich mal gucken, was uns so ein Comsat gekostet hat. Also, der Comsat 2.0 in seiner ganzen Pracht kostet uns 41.000. Ganz ehrlich, ich glaube, das können wir uns leisten, da mal welche zu platzieren noch. Das heißt, in der nächsten Folge würde ich sagen, bauen wir mal 2 Comsats noch ins Netzwerk hoch, damit das sauber ist. Und dann machen wir uns an die Mission. Bevor wir jetzt uns hier heute aber aus der Folge noch verabschieden, würde ich sagen, gucken wir mal noch, was uns hier noch erwartet. Gibt es irgendwas Neues für... Nee, für Minmus gibt's nix. Schade.
Aber das da wäre okay, ne? Der Flea Solid Boost. Ja, den nehmen wir gerne an. Ein bisschen Kohle und verdienen jetzt quasi noch mit der letzten, dem letzten Teil hier ein bisschen Geld. So, wir machen eine neue Rakete. Die besteht aus dem billigsten blöden Probe Core, den wir haben, und einem Flea Solid Booster. Wahrscheinlich irgendeine doofe Antenne, weil es sonst nicht funktioniert. So, zack, zack. Was ist unser Auftrag? Einfach nur testen, oder? Kerbin Launch Site. Yay! Das nehmen wir noch mit. Ist ein bisschen Taschengeld, aber es ist immerhin Geld. Ja, ja, dann ist das halt überschrieben. So. Und wir ballern das Ding noch kurz mit einem lauten Knall in Richtung Himmel hoch und haben dann wieder ein paar Kröten drin. Yay! Dinge, die funktionieren. Das Teil schon mal nicht. So, 2700 Kröten verdient. Dabei haben wir irgendwie 700 Kröten ausgegeben und katapultieren das jetzt hier irgendwo in die Landschaft. So, und gab auch einen Science-Punkt und einen... Oh, bitte aber nicht auf unser Dings fallen, ne? Oh, ich hoffe, ich reiße jetzt nicht irgendein Gebäude damit ab. Ha, schauen wir mal. Ne, das sieht gut aus, dass das daneben fällt, oder? Ist das da hinten was Wichtiges? Nö, ne. Nö, ja, fällt auch dran vorbei. Gut, das ist ja nochmal ganz knapp gut gegangen. Echt jetzt? Ja dann, recover, haben wir uns ja nochmal Geld gespart. So, nach diesem überaus glücklichen Omen für unsere weitere Karriere, warum auch immer das gerade nicht explodiert ist, was zur Hölle, warum hat das überlebt? Weiß das irgendjemand? Ich weiß es nicht. Egal, hat überlebt, wir freuen uns alle in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Folge beim Ausbau des Satellitennetzwerks. Mein Name ist Robert und tschüss.